Also ich muss selber sagen, ich war hier noch nicht. Ja, heute eine schöne, angenehme Ausfahrt. Es wurde weiterhin in der Zwischenzeit einiges am Roller gemacht, zum letzten Video. Kann ich auch kurz herzeigen. Schau, dass jetzt regelmäßig Videos kommen. Gefilmt wird mit der Handykamera. Weil ich keine GoPro habe, war jetzt behelfsmäßig die neue App mit GPS am Tacho. Ich weiß nicht, wie genau das ist. Ich habe da schon eine Abweichung drinnen. Das muss man hin und wieder zurechtbiegen, wenn man irgendwie stärker gegen eine Sache dagegen fährt. Ja, was man gleich sieht, die neuen blauen Reflektoren vorne. Auf Amazon bestellt, falls jemand wissen möchte, was das für welche sind, schreibt es in die Kommentare. Hinten ein 150 mm statt dem originalen 125 mm Dämpfer. Gibt einfach mehr Dämpferweg und der Roller gewinnt ein bisschen an Fahrthöhe. Drunter die Karosserie wurde schwarz lackiert, inklusive dem Rand. Ja, das war's auch soweit. Ja, das Einzige, was noch dazwischen gekommen ist, war das neue Rücklicht. Das ist einfach ein bisschen heller, besser zu sehen bei Tageslicht. Vom baulichen her ist es identisch mit dem vorigen. Das vorige war ein bisschen dunkler und hatte nicht so eine starke Leuchtkraft. Ja, ich hoffe, ihr schaut entspannt zu. Ich muss dazu sagen, ich war da, wo ich jetzt herumfahre, selber noch nicht. Mal schauen, wo wir hinkommen. Hier steht Radwanderweg. Bin ich gespannt. Gut, Handy ist fixiert. Thank you.
werde das Ganze ja im Eco-Modus fahren.
Gut, ich war jetzt mit einer Controller-Temperatur von wie viel? 49 Grad. Alles in Ordnung.